Bill, komm in dem Video, meine Freunde. Und zwar zu der Mission Kernstückinfo Code Knacker Chip. So, für die Mission bin ich ja schon vor Ort angereist. Wie man hier auf der Map sehen kann, ich werde versuchen, über den Spot rein zu gelangen. Ja. Schauen wir mal. Ich hoffe, das Video zieht sich nicht ganz so in die Länge. Die ignorieren wir erstmal. Es hat leider feindliches Gebiet bei mir. Was bei anderen bestimmt nicht so ist. So, nochmal kurz umschauen wegen Loot. Tut mir leid, meine Freunde. Okay, da oben können wir auch lang. Ist jetzt die Frage, gehen wir diesen Weg? Oder diesen? Wir gehen mal diesen. Also anfänglich versuche ich erstmal auf Stealth, wenn es in die Hose geht, muss ich halt rumballern. Dann muss ich halt alles auslöschen. Okay, hier ist der andere Weg. Also ich gehe stark von aus. Boah, dass der Kollege mich jetzt nicht gesehen hat, das ist schon crazy. Kopf in den Nacken. So, ich würde trotzdem mal kurz schauen, weil manchmal hat man ja auch gewisse Gegenstände, die hier rumliegen. Okay, ja, das scheint schon der andere Weg zu sein. Man hat ja immer verschiedene Optionen, so in die Lager reinzukommen. Codeknacker-Chip. Ich muss auch noch mal kurz die Beschreibung durchlesen, sorry. Codeknacker-Chip. Ein Kernstück zur Herstellung, okay. Das Schiff ausgeräumt, einen wertvollen Codeknacker-Chip in ihrem Versteck in der verlorenen Steppe. Okay. Ah, ich gehe stark von aus, bei der Laserwand ist es. Was? Ach, Mann. Wurde noch kein Alarm ausgelöst, oder? Guckt mal hier. Das nehmen wir mal schnell mit. Ah, was ist das für ein Raum hier? Hallo? Ist schon mal durch. Okay, erstmal nichts Relevantes. Aber wir haben ja eine gute Kiste. Mal schauen, was da drin ist. Werkstatt der Schiffsdiebe. Ach so, das war ein Skin. Für unsere Waffe. So, jetzt nochmal schauen, ob wir jetzt noch mehr Kollegen haben. Ich halte lieber die Augen offen, okay. Ist da jemand? Wo bist denn du? Er ist auch nochmal eine ordentliche Kiste. Okay. Ah, mit Animation, das ist was Gutes. Und? Sieh dir das an. Was haben wir bekommen? Das stand jetzt weder links noch rechts, oder? Werkzeuge. Rauchbombe. Hacking Kit. Ja, dann war's. Wahrscheinlich doch etwas relativ Unrelevantes. Was? Ohne das Hacking-Kit kommt man ja gar nicht weiter. Ja, geil, ich habe mir gar nichts gemerkt. Okay, das war richtig. Also nehmen wir den. Den haben wir auf Platz 2.
Okay. Oha. Schön. Aha. Da haben wir es schon abgeschlossen. Okay. Wenn es euch gefallen hat, beziehungsweise weitergeholfen hat, könntet ihr gerne mal ein Like und ein Abo oder sogar noch einen Kommentar da lassen. Ich ziehe die Mission jetzt noch ein kurzes Stück weiter, weil ich noch durch die Laserwand da drüben durch will. Hier drüben. Könnte nämlich gut sein, dass da auch noch was Schönes drin ist. Entspannt euch, alles gut. Nix. Holz runter. Hier schleicht doch jemand rum. Ich halte lieber die Augen offen. Na komm, nix. Was geht denn ab? Hast du keine Lust oder was? Stealth-Schuss ist gleich ready. Das gefällt mir nicht. Was geht denn hier drüben ab? So wie in der Höhle. Jetzt automatisch weiter. Hier schleicht doch jemand rum. Holen wir sie uns, Nix. Noch alles dran. Okay. Frage ist jetzt nur. Okay, so ganz allein. Achso, das wird wahrscheinlich schon der Ausgang sein. Wenn wir immer mit der Kiste rübergefahren sind. Alter, wollt ihr mich verarschen? Komm mal her. Na, nix, dann musst du das mal machen. Drück auf den Knopf, Nix. Haha, wie er an den Rücken springt. So. Das ist was für nix. Rollt hier offen. Hey, halt das mal offen. Crimson Dawn, Tresorraum in. Ach so, das sind einfach nur neue Informationen. Und wir haben bekommen. Neuer Bahnbrecher Treibstoff. Okay. So, gut, meine Freunde, das war's vom Video. Obwohl, wir gucken noch mal kurz hier rein. Aber das scheint einfach nur ein Outweg zu sein, oder? Aber ich denke, ihr bekommt es schon selber aus der Höhle rauszukommen. Also, beende ich jetzt das Video. Also, haut rein, meine Freunde.